Modelle, mit denen ich das Verhalten von Benutzern vorhersagen kann, lassen sich typischerweise nur auf ganz bestimmte grafische Oberflächen anwenden. Ein Modell, mit das ich auf fast alles anwenden kann, ist Don Normans 7 Stages of Action. Don Norman benutzt das Modell, um zwei Lücken in Benutzungsoberflächen aufzuzeigen oder von interaktiven Systemen. Das eine ist die Lücke der Evaluation, das andere ist die Lücke der Ausführung. Don Norman ist ein amerikanischer Wissenschaftler und das Modell, das Seven Stages of Action Modell, das schließt im Prinzip auch eine Lücke zwischen zwei ganz unterschiedlichen Modellen. Das eine sind Modelle, mit denen ich vorhersagen kann, wie sich Menschen verhalten. Und das andere sind mentale Modelle, Modelle, die beschreiben, was Menschen denken. Also der Entwickler typischerweise und der Benutzer. Und ein Problem dabei ist, wenn das mentale Modell des Benutzers nicht mit dem übereinstimmt, was sich der Entwickler gedacht hat oder wie sich das System verhält. Und das lässt sich identifizieren mit diesem Seven Stages of Action Modell. Das Modell, das geht erstmal davon aus, wir befinden uns irgendwie in der Welt und wir nehmen die wahr. Und in diesem Beispiel befinde ich mich jetzt vielleicht in einer dunklen Welt. Also ich bin in einer Küche, habe die Augen aufgemacht und stelle fest, es ist irgendwie dunkel. Und naja, jetzt könnte ich einen Plan entwickeln, irgendwie, um das zu beheben. Aber der erste Schritt ist, ich muss erstmal von dieser Wahrnehmung, es ist dunkel, zu irgendwas kommen, was jetzt mein Ziel ist. Das ist also der erste Schritt. Und dieses Ziel entwickeln, bei dem können Probleme auftauchen, wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht erkenne aus der aktuellen Situation, was eigentlich mein Ziel ist. Norman nennt das dann die Lücke der Evaluation oder the Gulf of Evaluation. Wenn ich diese Lücke überwunden habe, also wenn ich festgestellt habe, es ist dunkel und ich möchte jetzt, dass es heller wird, dann stehe ich vor dem zweiten Schritt, ich muss jetzt diese Erkenntnis, mein Ziel ist, es soll heller werden, in Aktionen umwandeln. Das nennt Norman, oder dabei tritt dann eine weitere Lücke auf, die Don Norman dann the Gulf of Execution nennt, also die Lücke der Ausführung. Das könnte dann sein, also in diesem Beispiel, ich bin in der Küche, da denkt man eigentlich, das kann ja nicht so schwer sein, ich muss einfach die Lichtschalter betätigen. Wenn man in der Küche meiner Mutter mal gewesen ist, dann stellt man fest, das muss nicht so einfach sein. Da sind irgendwelche Schalter, aber irgendwie machen die kein Licht. Oder jedenfalls habe ich es bis heute nicht verstanden, wie ich da sinnvoll das Licht an- und ausschalten kann. Das heißt, es kann tatsächlich auch bei so trivialen Problemen passieren, dass ich nicht weiß, wie ich jetzt von meinem Ziel zu der Lösung komme. Die Lösung in diesem Fall wäre natürlich irgendwie eine hellere Welt und das möchte ich am Ende verursachen. Das heißt, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich irgendwie diesen Zyklus aus eigentlich 7 Schritten hinter mich gebracht. Diese 7 Schritte, die sehen dann, also die teilen das Ganze dann nochmal feiner auf. Norman sagt dann, naja, man bewegt sich in der Welt, das heißt, die Welt ist unsere Grundlage und die nehme ich jetzt wahr. Das heißt, ich nehme die Welt wahr. Wenn ich die Welt dann wahrgenommen habe, dann muss ich aber noch einen weiteren Schritt machen, ich muss die Welt interpretieren. Das heißt, aus meiner Wahrnehmung auf eine Interpretation der Welt schließen. Das muss ich dann evaluieren, indem ich es vielleicht abgleiche mit einer idealen Vorstellung der Welt. Also ich stelle fest, es ist dunkel und jetzt gleiche ich das ab mit meinem Wunsch, wie die Welt aussehen soll. Die sollte eigentlich hell sein. Wenn ich das getan habe, dann kann ich halt ein Ziel ableiten und dieses Ziel kann ich dann anfangen in Aktionen umzusetzen, um eine Veränderung in der Welt herzustellen. Also ich muss dafür erstmal die Absicht entwickeln, wirklich zu agieren. Dann brauche ich eine Menge an Aktionen, die ich ausführen möchte. Also ich brauche einen Plan, um Aktionen auszuführen und der Plan muss diese Aktionen enthalten. Und dann muss ich diese Aktion noch in, also diese Aktionssequenz umsetzen. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich die Welt verändert. Und diese beiden Schritte, also das eine, ich habe die Evaluation, ich muss irgendwie rausfinden, irgendwie was gefällt mir an der Welt nicht. Und auf der anderen Seite dann die Aktion. Bei diesen beiden Seiten gibt es dann jeweils die auf der einen Seite Evaluationslücke und dann auf der anderen Seite die Ausführungslücke. Wenn wir uns für ein konkreteres Beispiel das mal anschauen, können wir uns vorstellen, ich nehme ja gerade Videos auf und gestern habe ich auch Videos aufgenommen. Und als ich gestern auch Videos aufnahm, stellte ich nach dem einen Video fest,
mein Telefon nimmt gar nicht mehr auf. Also ich nehme die Videos mit einem Telefon auf und dann habe ich festgestellt, ah, das zeichnet ja gar nicht auf, nachdem ich fertig war. Das ist komisch. Dann habe ich versucht, das zu interpretieren und dann habe ich festgestellt, naja, das Video, was dann aufgezeichnet wurde, das war viel zu kurz. Ich habe das dann abgeglichen und festgestellt, naja, was wäre meine Idealvorstellung? Meine Idealvorstellung wäre natürlich, dass dieses Video aufgenommen gewesen wäre. Daraus habe ich dann das Ziel abgeleitet, was dann nicht so schwer ist. Ich möchte einfach lange Videos aufzeichnen. Die andere Seite war dann nochmal schwieriger. Ich habe dann irgendwie 30 Minuten Google-Suche und dann habe ich irgendwie festgestellt, naja, es gibt so Lösungsansätze. Daraus habe ich dann den Wunsch abgeleitet, tatsächlich mein Telefon aufzuräumen. Dafür habe ich dann einen Aktionsplan entwickelt. Also irgendwie, ich wollte halt meinen Papierkorb auf meinem Telefon löschen, meinen Cache löschen und dann wollte ich noch die Videos, die irgendwie da schon drauf waren, löschen. Und das habe ich dann gemacht und damit habe ich dann tatsächlich irgendwie die Welt verändert und anschließend konnte ich wieder längere Videos aufzeichnen. Diese beiden Lücken, die kann man dann auch umsetzen in Design oder man kann daraus Schlussfolgerungen für das Design ableiten. Das sind natürlich dann irgendwie zwei Blöcke. Das eine ist die die Lücke der Evaluation, die Evaluationslücke. Wenn man das vermeiden will, und das sollte man, wenn man gute Interfaces entwickelt, dann sollte man dem Nutzer sagen, in welchem Zustand er sich befindet. Also das System hat ja irgendwie einen Zustand und der Benutzer muss wissen, in welchem Zustand sich das System befindet. Im besten Fall sagt man ihm das nicht nur, sondern im besten Fall stellt man sicher, dass er auch tatsächlich den Systemzustand kennt. Also das muss unser Ziel sein. Der Benutzer muss außerdem in der Lage sein, aus diesem Systemzustand rauszufinden, was denn jetzt der gewünschte Systemzustand wäre. Also ich habe irgendwie das System in einem Zustand, aber jetzt muss ich auch wissen können, was wäre denn der Zustand, den ich gerne hätte. Und dann zusätzlich will man noch ein Mapping zwischen dem Systemzustand und der Interpretation schaffen. Das heißt, ich muss irgendwie den Systemzustand haben und dann muss ich dem Nutzer ermöglichen, daraus abzuleiten, was das denn jetzt bedeutet. Auch für die Ausführungslücke gibt es irgendwie Hinweise, wie man das beheben kann, sodass die nicht auftritt. Das erste ist, dass man dem Nutzer sagen muss, was für Aktionen eigentlich möglich sind. Das ist einer der Gründe, warum sowas wie Menüs so erfolgreich sind. Wenn wir Menüs mit Kommandozeilen vergleichen, dann sagt uns das Menü, das sind die Menüpunkte, das sind die Aktionen, die du mit diesem System ausführen kannst. Die Kommandozeile sagt uns das nicht. Die Kommandozeile hat andere Vorteile, aber die Kommandozeile hat das Problem, dass der Benutzer nicht weiß, was eigentlich an Aktionen zur Verfügung steht. Dann will man den Benutzer in die Lage versetzen, die Aktionen, die er ausführen will, auch auszuführen und das möglichst einfach. Das heißt, nur weil ich weiß, es gibt diese Aktionen, heißt ja nicht, dass es alle Aktionen gibt, die ich auch wirklich brauche, um jetzt mein Ziel zu erreichen. Das heißt, das System sollte alle Aktionen zur Verfügung stellen, die mir erlauben, dieses Ziel, was ich forme, auch zu erreichen. Und wenn man sich dann nicht nur mit grafischen Oberflächen, also sowas wie ich habe eine Maus, ich habe eine GUI beschäftigt, sondern vielleicht auch mit physikalischen Interfaces, dann ist es noch wichtig, dass man eine Verbindung schafft zwischen dem, was der Benutzer machen möchte, also die Aktionen, die er ausführen möchte, und den physikalischen Bewegungen, die er dafür ausführen muss. Das heißt, das sollte irgendwie logisch sein, dass eine Bewegung, die ich ausführe, sinnvoll zu der Aktion passt, die ich aktivieren möchte. Daneben gibt es noch weitere Implikationen für das Design. Und die wohl wichtigste Implikation ist, dass man verhindern will, dass Nutzer falsche Ziele formieren. Also der Nutzer, der entwickelt ja dieses Ziel auf der einen Seite. Und wenn das falsch ist, dann kann natürlich irgendwie nichts Gutes dabei rauskommen. Das heißt, wenn ich das falsche Ziel entwickle, also bei meiner Kamera, beim Telefon, ja, wenn ich irgendwie denke, naja, das liegt vielleicht irgendwo dran, aber ich kann nicht das richtige Ziel ableiten, dann kann ich halt auch nicht die richtigen Aktionen ableiten. Man sollte sicherstellen, dass der Benutzer auch die
sinnvollen oder die Aktionen, die man jetzt braucht, um das Ziel zu erreichen, dass die angemessen sind. Das heißt, der Nutzer muss die angemessenen Aktionen für das Erreichen seiner Ziele auch kennen. Er muss sie auch finden können, das heißt, die Benutzungsschnittstelle sollte irgendwie mir ermöglichen, auch zu sehen oder rauszufinden, welche Aktionen ich jetzt benutzen kann. Und es sollte uns angemessenes Feedback geben. Ein Grund, warum das so wichtig ist, ist, wenn ich jetzt durch diesen Zyklus einmal durchgegangen bin, ich habe diese 7 Schritte abgearbeitet, dann habe ich die Welt verändert, dann muss ich auch wissen, dass ich diese Welt verändert habe. Weil wenn ich das nicht weiß, dann habe ich nichts gelernt für das nächste Mal. Das heißt, wenn das System mir immer Feedback gibt, dann kann ich daraus lernen, was ich vielleicht anders machen könnte oder ob ich das wieder genauso machen könnte. Prinzipien für gutes Design lassen sich dann noch weitere ableiten. Eins ist relativ offensichtlich, man möchte, dass der Systemzustand und die Aktionen immer sichtbar sind. Das heißt, der Nutzer muss immer in der Lage sein, zu sehen, rauszufinden, was ist denn jetzt der Systemzustand und was sind die Aktionen, die ich ausführen kann. Es sollte eine gute Verbindung geben zwischen dem, was der Benutzer im Kopf hat, also wie der Benutzer glaubt, dass die Welt funktioniert oder bei uns das System, und dem konzeptionellen Modell, was hinter dem System steht. Die Benutzungsschnittstelle sollte, also wir gehen ja durch diese 7 Schritte durch, und bei jedem Schritt, also jedes Mal, wenn ich durch einen Schritt durchgehe, dann muss der Benutzer irgendwas machen. Und wir sollten ihn jetzt anleiten, wir sollten ihn bei der Hand nehmen, von einem Schritt zum nächsten Schritt zu kommen. Weil das ist ja irgendwie sein Ziel. Ja? Er muss irgendwie durch die einzelnen Schritte gehen und dann ist er in dem einen und dann sollten wir ihm das so einfach wie möglich machen, zum nächsten Schritt zu kommen. Und naja, wir sollten ihm nicht nur angemessenes Feedback geben, sondern wir sollten ihm auch kontinuierliches Feedback geben. Das heißt, immer wenn ich irgendwas mache, immer wenn ich eine Aktion ausführe, dann sollte der Benutzer Feedback bekommen, weil nur so kann er lernen, wie er das System benutzen sollte oder kann.